Ein neuer Char, ein neuer Server, neuer Beef vielleicht, neue Gerüchte. Es ist wieder viel los in der Welt von Shakes and Fidget. Alrighty, dann damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Und ja, wenn Dorsa quasi der SF Game Newsler aus dem deutschen Segment ist, bin ich quasi der Mr. Trashpack vom Tempo. Aber wichtig, dieses Thema auch anzusprechen, dass es den Dämonenjäger geben wird. Ab dem 3.4. starten neue Server und damit auch neue Auswahl für Charakterklasse, den Dämonhunter. Und es gibt bisher nur Gerüchte, wie sich diese Klasse genau aufbaut. Darauf werden wir gleich ganz am Schluss nochmal eingehen. In der allgemeinen News heißt es vor allen Dingen, dass sie sich heilen kann, was ein großes Novum wäre in der Welt von SF, als Steamter Char der Erste, der sich heilen kann. Und darüber hinaus wird auch vom Olymp gesprochen. Dort begegnet ihr Höllenhundern, Halbgöttern und dem Herrn der Unterwelt. Dazu gab es vor einiger Zeit schon mal einen Livestream, wo die Artworks gezeigt wurden. Und da vermutet man auch, dass es im Moment 10 Dungeon-Etagen gibt, diese Dungeons, ähnlich wie die nordischen, auch Elementarschaden und Resistenzen haben. Und man sieht in einem Bild, was ich euch gleich noch zeigen werde, ja, können wir gleich mal hier rüber gehen, in dem News-Beitrag, also nicht in den News, in dem Forum-Beitrag wurde das Ganze auch im Deutschen wie auch in einigen anderen Bereichen angesprochen. Da sieht man hier den Herkules, ich zeige euch das gleich nochmal, hier ist er nochmal in groß. Der wird wahrscheinlich einer der Halbgötter sein, gegen den man dort zu spielen hat. Ja, man könnte auch Conan der Barbar denken oder Arnie, der ein bisschen zu viel getrunken hat, ne, wenn man das so ein bisschen sieht, aber das wird ganz, ganz interessant sein. Und hier wurde auch nochmal bestätigt, dass es eben diese neuen Server gibt. Und wir greifen hier mal vorweg. Ich habe es mal spaßeshalber auch geprüft. In der aktuellsten Ehrenhalle, ja, wenn man jetzt mal hier bei den Gilden schaut, ja, es kommt ein neuer deutscher Server. Ne? Und der letzte deutsche Server, und das sieht man ja hier auch in der Ehrenhalle, ist Server 40 gewesen. Das heißt, server41.de. Dann ein neuer polnischer Server, Server 38, sfgame.pl und ein neuer tschechischer Server kommt. Und der tschechische Server war hier auch, Moment, nee, das ist der nicht hier, S32, sfgame.cz, also S33, sfgame.cz. Und wenn man diese Sachen hier oben eingibt, ihr seht es jetzt nicht, das ist jetzt s41.sfgame.de. Dort ist der Counter schon am Laufen, genauso wie für den 33. tschechischen Server und für den 38. polnischen Server. Die werden alle zeitgleich starten und das Ganze ist natürlich interessant für mich, denn ich habe auf W39 ja den Gilden- und Serververgleich gestartet. Der wird natürlich jetzt abflachen mit den neuen Servern, aber es wäre ja ganz interessant und das werde ich auch versuchen zu schauen, wie die einzelnen Server so loslegen. Ja? Es wird natürlich der neue Char gespielt werden, ganz klar. Auch ich werde den neuen Char irgendwie auf eine gewisse Art und Weise spielen, wahrscheinlich auf dem deutschen Server. Aber das dann auch serverweit zu vergleichen, wird, glaube ich, so ein kleines Projekt für mich sein, so nebenbei, ganz am Rande erwähnt. So, in dem Thread im Forum zur neuen Klasse gab es auch wieder ein paar, ja, sagen wir mal, ein bisschen provokante Äußerungen zum Teil, dass ein neuer Dungeon, eine neue Char-Klasse nicht die Art von Update ist, die man sich wünscht. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass natürlich klar ist, dass immer wieder neue Server kommen und neue Dungeons kommen. Das ist ein Rollenspiel letztendlich und man kann ja nur in Form von Dungeons da ein Rollenspielelement großartig einfügen, was ich so denke. Man muss ja auch sagen, dass nicht vor einem knappen Monat kamen ja ganz kleine Updates, wie den täglichen Login-Bonus, wie das Minispiel und so, was ja eben auch eine andere Richtung darstellt. Letztes Jahr der Arena-Manager, der ganz anders war, der war halt auch noch nicht so beliebt. Dementsprechend, jetzt hat sich das aber auch eingepegelt. Also es ist auf jeden Fall nicht sinnvoll, hier ein bisschen rumzutrollen und zu beefen dahingehend. Vor allen Dingen ist ja noch nicht gesagt, ob es noch andere kleinere Änderungen gibt. Ne? Wir haben noch keine Patchnotes gelesen. Die werden wahrscheinlich vielleicht Montag veröffentlicht schon so vor oder eben erst zum Update selber oder Serverstart. Ne? Also da müssen wir auch drauf achten, was es da vielleicht noch für Änderungen gibt. Und zum anderen ist es natürlich so, dass es natürlich klar ist, dass auch ein neuer Char kommen muss. Und über den wird auch so ein bisschen debattiert. Ja, also ich habe mal ein bisschen im Discord so rumgeschaut. Da wird eben vermutet, dass es eine int-geskillte Klasse ist, weil die gab es ja bisher noch nicht. Ne? Wir haben den Assassinen, der auf Geschick geht. Wir haben den Berserker und den Kampfmagier, die auf Stärke gehen. Also es ist eigentlich ein Intelligenz-Char dran. Er trägt eine Armbrust, also eine Kundi-Waffe. Ja, und bei der Armor wird gestritten. Also man vermutet, dass es
Kriegerrüstungen, wobei eigentlich vom Artwork her das nicht so richtig wäre. Oder die meinen, dass es halt Kundschafter-Items sind, aber er eine Rüstung, also einen Rüstungswert hat. Nicht wie ein Krieger, sondern nur 25%, weil sich das Heilen wahrscheinlich auch so auswirken sollte, dass sich der Char vielleicht auf 25% selber heilt. Also das sind alles jetzt noch Gerüchte. Man kann jetzt alle sprachhaften Discords durchgehen und sich das so durchlesen. Also laut dem Artwork müssten es komplett Kundschafter-Sachen eigentlich sein, wenn man so will. Aber im englischen Discord wird geschrieben, dass es eine Kriegerrüstung ist. Da habe ich aber die Gründe auch noch nicht so richtig gefunden. Wenn ihr es wisst, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ich es weiß, schreibe ich natürlich da was dazu. Aber Intelligenz geskillt wäre natürlich sehr interessant. Ja, und wie das mit dem Heilen wirklich läuft, werden wir auch sehen. Spaßeshalber haben manche Leute im Discord geschrieben, dass du dir für einen Pilz quasi immer wieder HP generieren kannst pro Fight. Das heißt, du kannst immer wieder pilzen und bis du den Gegner auch mal besiegt hast. Ich glaube, dass das tatsächlich mehr in Form von April-Scherz gehen würde. Das ist es hier natürlich nicht. Ja, also ganz viel. Wichtig ist vor allen Dingen betrachtet definitiv, wenn sie offiziell gestellt werden, die Patch Notes, weil dort wird alles ganz genau erklärt werden. In der Anleitung, in den Foren kann man dann auch zum Char wahrscheinlich schon was lesen und natürlich wird es den einen oder anderen YouTuber geben, der sicherlich auch Content zu dieser neuen Klasse bringt, wenn sie da ist. Vielleicht wird der Char oder irgendwie auch schon Ehren getestet im Laufe der Woche auf Server 1 oder sowas oder beziehungsweise das Dungeon-Update zumindest wird sicherlich getestet werden auf Server 1, wo man da nachgucken kann. Also da auch immer auf die News achten, das wird öffentlich gemacht, wenn es soweit ist. Ich finde das Ganze auf jeden Fall sehr interessant, wie gesagt, werde auch selber in einer gewissen Form auch spielen, werde sobald auch überlegen, ob ich wirklich auf das ganze Epic-Event jetzt auf W34 gehe, weil, das habe ich ja vergessen, jetzt wo ich drüber nachdenke, es wird ja auch noch Erfahrungsevent geben. Also der neue Server kriegt wieder Erfahrung, Gold, episches Item und Raritäten des Waldes, also alle vier Events. Und danach kommt zu Ostern, das ist ja quasi eine Woche später, auch nochmal ein ein Alle-Event. Und das ist natürlich extrem krass, ein neuer Char. Neue Server, die in den ersten zwei Wochen in komplette Events haben. Das wird Level-Rekorde geben, wahrscheinlich. Auch ein Grund halt zu schauen, was in den einzelnen Servern passiert. Also es wird extrem interessant sein. Und natürlich hat man vielleicht durch Corona viel Zeit. Also das könnte eskalieren. Irgendwo könnte das eskalieren. Wir werden es sehen. Wenn ihr dabei seid, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr da schon Pläne habt. Würde mich natürlich freuen, auch zu wissen, was ihr so macht oder was ihr davon haltet. Über das gesamte Content kann man natürlich nachher reden, wenn es dann wirklich auch da ist. Ja, ich bin hyped ein bisschen, auf jeden Fall. Werde das Ganze so gut wie möglich verfolgen und auch nicht der Schnellste sein. Grüße gehen raus an Dorsa, aber werde auch immer alle wichtigen Themen zusammenbringen. Also, haut da erstmal rein, macht Tschüss und Servus, euer Basti.